gut aus. So. Sieht kacke aus. Bubbles. Coole Sache. Wo geht man als junger Bursche hin? Ja. Wohin will man haben? Und am besten mal geht an Bootsanleger, weil so ein Tretboot, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist an sich das Beste an Kommunikation, was man sich vorstellen kann. Da sitzt also ein Madamchen auf dem Nebensitz, die hübsch ist und die auch so ein bisschen Augenflirt schon gemacht hat. Und dann kann man auf seriöse Art einfach den zweiten Platz im Tretboot haben. Das hat ja schon mal Spaß. Wenn ihr Mädels kennenlernen wollt, dann ist das auf jeden Fall das richtige Outfit. Das haben wir schon genau richtig. Ja, aber das ist egal. Bayern oder Österreich. Die Leute sehen ganz einfach, dass ihr Sextouristen seid. Und das ist schon mal gut. Und so. Du bist schon wie lange da hier im Standort? Im Viertel bin ich jetzt im 17. Jahr. Also es treibt mir immer noch ein Lachen jeden Tag ins Gesicht. Da in der Mitte steht der Dirigent, das Orchester und hier so ganz rings drumherum sitzen dann diese 2150 Leute.
Ja, also Hamburg ist eine richtig lässige Stadt. Es gibt allerdings drei Dinge, die man wissen sollte. Erstens, man rülpst und man bricht nicht. Zweitens, es ist die geilste Stadt zum Shoppen. Und das gleiche gilt natürlich auch fürs Feiern. Du hast so viele Orte hier, perfekt dafür. Also nächste Woche geht es in die Metropole Ruhr und da gibt es wieder Reisegutscheine zu gewinnen. Und das Ganze unter germany.travel/hotspot. Servus!